Wir sind hier bei der Berchtold Abwärtsdienst GmbH zu Gleis. Bei mir jetzt Helen Spinden, Betriebsleiterin Umgebung und Technisches. Merci vielmals, dass wir hier mit Eve dürfen, im Büro sind, mit Eve in der Firma. Jetzt gerade mal so die Eve vielleicht nicht kennen. Ihr seid jetzt schon 7 Jahre hier mit dabei. Erklärt mal kurz, was seid ihr für ein Geschäft? Also wir sind Abwärtsdienst, machen hauptsächlich Reinigung, also meistens Leute haben das Gefühl Reinigung. Wir machen Hüfe-Onners aber auch. Wir machen Umgebungen, das ist, ja, kurz gesagt, Rosenmähen, Jatten, halt einfach was dazu gehört. Im Winter Schneeräumung. Ja, also kleinere Bauarbeiten, wie aber so Gehwagen neu machen oder so, tun wir auch. Beim Schneiden im Herbst, Obstbäume und so, ist sicher immer ein Thema. Ja. Wir sind jetzt mit euch hier im Büro. Ihr seid aber zu zweit jetzt hier, der Chef und ihr. Es ist sehr ruhig hier. Sind alle unterwegs? Habt ihr die sehr gut eingeteilt? Oder wie kann man sich das vorstellen? Was ist jetzt heute zum Beispiel passiert am Morgen, wenn ihr im 7., 8. hier gekommen seid? Ja, im Moment sind alle unterwegs. Frühling fängt langsam an. Und wir sind jetzt dahinter mit der Umgebung zugemacht. Das heisst, viele einfach nur durchgehen, Leute vom letzten Jahr, die liegen geblieben ist, das nicht zusammen. Wenn also etwas kaputt ist, irgendwo ein Ast abgebrochen, beim ganzen schneedischen Winter, das ein paar abschneiden, wieder zurecht machen, das ein paar alles, wie es gepflegt wieder aussieht. Und ihr selber oder der Bernhard Berchtold, geht ihr das hier vor Ort erstens vielleicht kontrollieren, wie will ich das machen, oder zweitens ein bisschen Kontakt suchen zu einem Kunden? Ja, machen wir euch. Ja, morgen schicke ich eigentlich die Mitarbeiter einfach auf die Liegenschaften, was sie selber machen. So. Gehe sicher zwischendrin einmal durch, ob sie verstanden haben, was ich gemeint habe. Weil wir haben hier Italiener am Arbeiten, das ist die Kommunikation sehr schwierig. Und sicher euch auch mal zu den Kunden, oder wenn die Kunden mal anleiten und ihr ein Problem persönlich vorbeigehen, dass man mit denen die kennenlernen, die ist kennenlernen persönlich. Apropos persönlich, was ist die Faszination an diesem Job? Also bei mir ist eigentlich so, auf einmal hat man recht viel Abwechslung. Man lernt sehr viele Leute kennen. Und aber auch der Kontakt mit den Leuten und ja, man lernt eigentlich jeden Tag immer wieder etwas Neues. Wir sind jetzt hier unter anderem auch zu Besuch der Zeitumstellung. Schon bald einmal die entscheidende Stunde stellen, sozusagen. Ihr, die Stunde zurückscheichen zum glücklichen Gewinner oder der Gewinnerin. Was bietet ihr? Was die dir für 60 Minuten scheichen? Also wir haben uns überlegt, dass aber dass es wieder viele Arbeit gibt, wer irgendeinen kleinen Garten oder einen Umschwung ins Haus hat, da das wieder zu wettmachen. Vielleicht ist im Herbst etwas vergessen gegangen. Und wir wollten halt gerne da das wieder machen, dass es wieder gepflegt ist, irgendeine Hecke schneiden oder putzen, die Umgebung oder ja, was halt auch anfällt. Was heisst das, wir? Gehen da die Italiener oder geht die Helen Spinden selber? Also ich werde selber sicher auch vor Ort sein. Werde meine Mitarbeiter mitnehmen. Wir haben euch selber einen Gartner gelehrt. Wir haben einen, der hat Landschaftsgärtner gelehrt, also Abo beim Schneiden und so ist das kein Problem. Da kennen wir nicht uns. Und arbeiten die wir sowieso eigentlich mehrfach im Team. Wunderbar, jetzt also noch den Abschluss. Lieber Sommer oder Winter in Sachen arbeiten hier? Ich persönlich lieber Sommer. Danke für den Besuch. Merci euch.